Zitrone? Direkt auf die Zunge? Was ist das denn für ein Rezept? Heute geht's doch um Birnentart. Backfelin klärt auf. Wusstet ihr, dass es um die 2000 Sorten von Birnen gibt? Wir brauchen heute eigentlich nur eine Sorte davon, aber ganz schön viele, weil wir eine richtig fette, dickfett belegte Birnentart machen. Ein ganzes großes Blech voll. Es gibt genug Stücken für alle. Und vor allem für mich. Für diese grandiose Tat braucht ihr folgende Zutaten. Birnen, und zwar möglichst feste Birnen, dann Butter, Marzipanrohmasse, Mehl und noch ein bisschen mehr Mehl zum Bestäuben. Wir brauchen Mandeln, einmal gehobelt und einmal gemahlen, Bio-Zitrone, eine Prise Salz, Vanilleschote, Puderzucker, Bourbon-Vanillezucker, Eier und Schlagsahne. Ihr nehmt euch als allererstes die Vanilleschote, schneidet so das Ende ab, um die quasi aufzumachen. Und dann schlitzt ihr sie einmal der Länge nach auf, damit wir an dieses Mark hier rankommen. Und wenn ihr das rausgekratzt habt, dann packt ihr das zu dem Puderzucker dazu. Was wir hier machen, ist quasi so Luxus-Vanillezucker, ja? Wir nehmen nicht den fertigen aus der Tüte, sondern wir machen Puderzucker mit frischem Vanillemark hier zu unserem eigenen Vanillezucker. Nehmt euch jetzt mal eine große Schüssel und ein Ei. Außerdem... Also ich verrate euch nicht wie, aber ich habe jetzt ein Ei in meiner Schüssel. Dazu kommen 100 Gramm von der Butter, gerne schon so ein bisschen weich, das Mehl, die große Menge und unsere Prise Salz. Und dieser Vanillepuderzucker, der kommt jetzt auch dazu. Das wird alles richtig schön geknetet. Und diesen Teig, den packt ihr jetzt in Frischhaltefolie. Zusammengepackt kommt der ungefähr eine halbe Stunde in den Kühlschrank. Wenn die 30 Minuten Kühlzeit fast um sind, dann könnt ihr schon mal den Ofen vorheizen, und zwar auf 180 Grad Oberunterhitze. Dann schnappt ihr euch die Tartform und fettet die schon mal richtig schön ein. Ich habe hier eine, wo man so den Boden rausnehmen kann. Wenn ihr sowas nicht habt, könnt ihr auch einfach ein Backblech nehmen. Dann braucht ihr den Teig zurück. Der ist jetzt schön kalt und fest geworden. Der kommt in die Form rein und wird dann so ein bisschen mit Mehl bestäubt. Damit er nicht klebt, Lynn drückt den Teig in die Form und hat noch einen Tipp für uns. Diesen Teig stecht ihr dann mit der Gabel ein, überall an mehreren Stellen, damit er nicht so hoch kommt beim Backen. Und dann hat er noch mal kurz Pause. Dann nehmt ihr euch so einen Häcksler und da rein packt ihr das Marzipan und die gemahlenen Mandeln. Und das machen wir schon mal miteinander klein. Dann nehmen wir uns mal ein größeres Gefäß. Und dazu kommt jetzt die restliche Butter. Da haben wir ja noch was über. Schön weich schon. Außerdem der Zitronenabrieb. Und die beiden Eier, die kommen auch mit rein. Und das wird jetzt alles schön durchgemischt. Diese Mischung kommt jetzt auf unseren Boden rauf. Einmal schön verteilen. Und dann nehmen wir uns die Birnen, die werden jetzt geschält und die kommen in schmale Spalten da drauf. Über diese Birnenspalten kommt jetzt noch Zitronensaft. Das gibt ihm so eine leckere, saure Note. Und außerdem werden die dann nicht so braun. Diese Birnenspalten, die verteilt ihr jetzt frei und wild auf eurem Kuchen oben drauf, sodass der über und über mit Birnen bedeckt ist. Und da oben drauf kommen jetzt auch noch die Mandelstückchen. Jetzt kommt er in den Ofen. 40 bis 45 Minuten. Bis gleich, mein Lieber. Wenn er dann fertig gebacken ist, kommt er aus der Form raus und muss ein bisschen abkühlen. Und währenddessen machen wir uns noch die Vanillesahne fertig. Die Sahne, die kommt in so ein hohes, trockenes, fettfreies Gefäß. Der Bourbon-Vanillezucker kommt da auch direkt mit rein. Und dann schlagen wir das Ganze steil. Diese Vanillesahne, die kommt jetzt hier oben auf unseren warmen Kuchen rauf als Haube. Warmer Kuchen mit Vanillesahne drauf. Also dieser knusprige Boden außenrum ist sowieso schon mal der Knaller. Diese saftigen, bisschen säuerlichen Birnen oben drauf mit dieser Marzipannote, mega geil. Und dann oben drauf noch diese Sahnehaube. Leute, das ist der Oberknaller. Macht diesen Kuchen unbedingt nach. Ich mache kurz eine Trinkpause und habe einen Tipp für euch. Ihr könnt nicht genug von uns kriegen, was ich verstehen kann, oder von unseren Beiträgen. Dann könnt ihr die hier gucken oder ihr abonniert einfach unseren Kanal oder könnt noch am allerbesten links unten klicken oder rechts, wie auch immer, alle unsere Folgen auf Join. Frühstücksfernsehen immer und überall. Könnt ihr alle Highlights nochmal nachgucken. Prost.